So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und wir waren letztens mal vor 300.000 Jahren in der Tschechei. Seht ihr die Katze da oben, die sich da bewegt? Das ist ein Plüschtier, das ist künstlich. Nein, wir waren in der Tschechei und wir haben was gefunden, wo ich einfach überhaupt gar nicht weiß, was das ist. Das ist nämlich von der Firma Tatra und da steht Picknick. Da gab es verschiedene Tuben in diversen Läden. Tatra Picknick, das ist eine blaue Tube, die sah eigentlich noch am freundlichsten aus. Dann gab es auch gelbe Tuben mit Picknick und braune Tuben mit Picknick. Ich habe gedacht, vielleicht ist das gelbe Senf, das braune ist Schokolade und das blaue ist, na, vielleicht ist das Milchcreme. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da steht halt auch nur outländisch drauf, deswegen kann ich es nicht lesen. Nährwerttabelle ist am Start. Irgendwas mit 8% steht hinten und dann noch mindestens 20% und dann irgendwas mit 150 Gramm. Ich kann es nicht lesen, ich habe keine Ahnung. Und das möchte ich heute mal testen. Und weil wir so eine super Reihe haben, wo wir diverse Soßen und diverse andere Dinge testen mit, angelehnt an Kesto, Weißwurst, werde ich natürlich wieder Weißwürste dazu essen. Ich habe jetzt eine ganz große lange Pause gemacht. Aber bei euch wird es so sein, dass das dann regelmäßig kommt in irgendwelchen Folgen. Also Grüße an den Kesto, dass der Kesto immer schön seinen ganzen Altenburger Senf getestet hat mit Weißwürsten. Deswegen machen wir heute auch Weißwürste mit Tatra Picknick. Achso, das muss jetzt ganz groß hier hin. Was ist das? Warte mal, fürs Thumbnail ist das ja wichtig, dass man das so sieht. Tatra Picknick. Hallo Adi Schatz. Willst du auch mal probieren? Beziehungsweise machen wir erstmal die Würste, danach machen wir es auf. Wir werden eh so am Finger eins abschlotzen. So, das Wasser ist jetzt hier so bereit zum Sieden. Das habe ich ja schon mal falsch gemacht. Da habe ich die Würste einfach ins Wasser und dann die Würste mit dem Wasser draufgestellt, bis es so tut. Aber ihr müsst ja warten, bis das Wasser anfängt zu sieden und dann die Würste in das Wasser reinpacken. Das müsst ihr natürlich runterstellen, nicht dass das dann weiter siedet und kocht. Das müsst ihr ausstellen. Es ist jetzt schon ewig her, ich muss mich daran erinnern. Und weil ich nicht der Kesto bin, sieht es bei mir halt nicht so genial aus. Der hat sich ja immer was einfallen lassen. Wie er die Würste dann in das Wasser reingeknallt hat. Ich lasse sie einfach immer hier rein flutschen. Und wenn die dann drin sind, wisst ihr ja, dass ihr die jetzt 10 Minuten hier stehen lasst. Und 10 Minuten müssen die jetzt in dem Wasser baden. Und dann können wir die Würste fressen, genau. Sehen sie nicht süß aus? Adi Schatz, siehst du auch süß aus, ja? Adi Schatz, guck mal. So, die Würste sind jetzt fertig, immer noch hier in der Brühe drin. Wir stellen die natürlich jetzt wieder zur Seite. Wir müssen jetzt wieder anfangen, ganz normal, wie ein Schmied. Oh mein Gott, die sind ja noch knüppelheiß. Was war da denn los? Wie kriege ich denn jetzt die blöde Wurst raus? Mit der Schere wahrscheinlich. Mit der Schere einfach schnell und langsam die Wurst raus. Und weil das die Superwürste sind, kann man die einfach ohne irgendwie viel Heckmeck hier nehmen und abziehen außenrum. Guck mal, wie schön das hier abgeht. Ich habe ja die anderen in der Dose gehabt, wo diese Schale so weich und schlapprig war, dass ihr die einfach mitessen konntet. Hier bei denen in der Packung, die eingeschweißten, würde ich empfehlen, aber trotzdem die Schale abzumachen. Also die Haut, weil die sieht aus wie ein Kondom und die ist auch genauso fest. Jetzt ziehen wir mal die eine Wurst hier hin. Wir nehmen uns mal dieses Picknick, machen das mal auf. Das ist hier also komplett zu. Ich habe das noch nie probiert. Und jetzt sticht man natürlich mit der Spitze, mit dem Hut hier oben rein. Und dann spritzt das schon raus. Kondom und anderes Zeug. Und dann weiß ich nicht genau, was das sein soll. Aber wir schmeißen es uns jetzt einfach mal hier auf die Wurst. Sieht aus wie trotzdem irgendwas Milchiges, Cremiges. Jetzt läuft das hier runter. Und es ist ein Brotaufstrich, ein Milchcreme-Brotaufstrich. Das ist bestimmt sowas, was du auch in die Milchhörnchen machen kannst. Es sieht halt trotzdem immer noch aus wie Ejakulat.
Und es ist gleichzeitig süß und es ist gleichzeitig cremig. Es hat irgendwas von Kondensmilch. Aber irgendwie schmeckt es. Ich glaube, wenn du dir das einfach zum Frühstück wirklich auf eine Scheibe Toast schmierst und draufpackst, dann hast du ein richtig leckeres Frühstück, was du so essen kannst. Deswegen werde ich mir jetzt hier auch gleich mal eine Scheibe Toast noch dazu holen. Werde mir mal noch eine zweite Wurst aus dem Topf rausziehen. Und die auch mal hier schälen. Ja, wir nennen es mal schälen. Die Schale abmachen, also die Bälle abmachen. Einfach runterziehen, das geht wunderbar. Macht das ruhig mit den Händen. Wenn ihr nichts anderes habt, macht das mit den Händen einfach so. Und wir können uns ja jetzt einfach eine Scheibe Toast sozusagen mal schmieren mit dem Picknick und dann mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt hier auftragen. Einmal rundherum komplett das ganze Toast mit dem Picknick zuschmieren. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie Honig sogar. Honig, weißer Honig, alles drauf, alles läuft runter. Eine Riesensauerei. Wir klappen es schnell wieder zu. Wir beißen mal hier rein. Oh mein Gott, das läuft überall raus. Und die Wurst dazu. Wenn man schon normal süßen Senf zur Wurst isst, da kann man auch diese komische Milchcreme zu der Wurst essen, glaube ich. Es gibt ja Nutella im Glas und es gibt auch diese Nutella mit den Streifen, mit den weißen Streifen, wo auch Milch mit drin ist, so Milchcreme. Es gibt, glaube ich, auch direkt nur Milchcreme. Das schmeckt auf jeden Fall genauso. Ist halt süßlich, ist aber nicht zu süßlich gerade. Ich finde die Kombination zu der Wurst irgendwie ganz interessant. Und die herzhafte Wurst hinterher. Ich glaube, der Käse wäre schon längst wieder raus. Der Käse hat schon längst wieder gesagt, was ein Scheiß. Wie räudig ist das denn? Wie kann man nur sowas essen? Ich finde es interessant. Du kannst dir damit ein bisschen dein Essen versüßen, wenn du irgendwas machst. Ansonsten vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber für ein Frühstück dürfte das an sich immer klar gehen. Guck ich den an. Ich würde sagen, ja, den Test bestanden. Schmeckt mir sogar besser als die Cranberry-Soße und dieses Cranberry-Zeug, was wir hatten. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Und wenn ihr das kennt, schreibt's mal in die Kommentare. Tatra Picknick aus der Tschechei. Ich bin positiv überrascht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmh.